Warum werden Pflichtbeitragszeiten nach dem Leistungsfall bei zur Berechnung einer Erwerbsminderungsrente nicht mitberechnet? Sind diese Zeiten für immer weg? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ein Fall aus unserer Beratungspraxis, ein Klassiker sozusagen. Der Beratungskunde ist besorgt wegen der Berechnung seiner Erwerbsminderungsrente. Ihm ist aufgefallen, dass ihm insgesamt 36 Kalendermonate an Pflichtbeitragszeiten aus Bezug von Krankengeld, Arbeitslosengeld und Übergangsgeld für Rehabilitationsleistungen nach seinem Leistungsfall auf seine Erwerbsminderungsrente nicht mit berechnet worden sind. Also praktisch diese Zeiten sind nicht da. Und für ihn stellt sich die Frage, sind diese Beitragszeiten und Wartezeiten für immer weg? Nein, natürlich nicht. Diese Zeiten sind nicht für immer weg. Aber man muss sagen, in der Erwerbsminderungsrente werden sie direkt nach dem Leistungsfall nicht mehr für die Rentenhöhe berücksichtigt. Warum das so ist, ist relativ einfach. Denn das Gesetz sagt, für Zeiten nach dem Leistungsfall, sprich also Eintritt der Arbeitsunfähigkeit oder der Behinderung oder des Arbeitsunfalls, die zu der Erwerbsminderungsrente führt, gibt es die sogenannte Zurechnungszeit. Die Zurechnungszeit ist eine besondere rentenrechtliche Zeit für eine Erwerbsminderung oder für eine Hinterbliebenenrente. Und da wird im Grunde genommen die Rente aufgestockt mit durchschnittlichen Entgeltpunkten oder durchschnittlichen Rentenwerten, die der Versicherte vor Eintritt seiner Erwerbsminderung, das ist ist der Leistungsfall, praktisch erworben hat. Und deshalb sagt das Gesetz, ab diesem Zeitpunkt gibt es die Zurechnungszeit. Aber wenn sich nach der Erwerbsminderungsrente dann eine vorzeitige Altersrente anschließt oder die Regelaltersrente kommen sollte, dann werden natürlich sämtliche Beitragszeiten, die nach dem Leistungsfall praktisch da waren, wie zum Beispiel Krankengeld, Arbeitslosengeld oder auch Zeiten des Bezugs von Minijob oder andere Beitragszeiten, die werden selbstverständlich dann in der Altersrente wieder mit berücksichtigt und auch berechnet. Deshalb muss niemand Angst haben, dass diese Beitragszeiten nach dem Leistungsfall bei der Erwerbsminderungsrente weg sind. Näheres zum Thema Zurechnungszeit oder Beitragszeiten bei einer Erwerbsminderungsrente nach dem Leistungsfall finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.